diese Bemerkung finde ich an einen kräftigen Applaus verdient. Du hast also gestern Nacht extra für dieses Event, den 15. Geburtstag von Radio 1, das Thema Tafel eine Geschichte geschrieben. Ich bin sehr gespannt. So ist sie allerdings auch geworden. Sie ist etwas. Da sind noch keine handschriftlichen Notizen drin. Das ist gut. Nein, eben. Ich habe sie ja gerade erst ausgedruckt. Ich bin selbst auch ein bisschen gespannt. Ja. Ich weiß noch, als ich den Computer ausgemacht habe und schlafen gegangen bin, dachte ich wortwörtlich, ach du Scheiße. aber dann dachte ich auch, und das ist ja ein schöner Trick, guckst du nicht nochmal an. Weil nachher gehst du dann gar nicht hin. Und jetzt bist du ja da, und mal ehrlich, wie oft denkt man nachts, boah, was eine geile Geschichte, und wenn man die dann nochmal liest, denkt man, naja. Genau, und deshalb rate ich da auch dringend von ab, sich solche Sachen dann nochmal durchzulesen, sondern lieber direkt raus und dann rennen. Aber meine Damen und Herren, bitte entscheiden Sie selbst, hier kommt erstmal das Jinglechen. Radio 1, Perlen vor die Säue. Horst Evers schreibt Bücher und liest daraus vor. Und hier kommt die Geschichte. Ja. Eigentlich hätte ich ja die Geschichte schreiben wollen, wie meine alte Grundschule entkernt und zu einem Fitnessstudio umgebaut wurde. Also jetzt so ein modernes Gesundheitsfitnessstudio, wie es jetzt immer häufiger gibt. Also wo man hingeht, Fitness macht und trotzdem gesund bleibt. Weil die auch auf den Rücken, die Gelenke und das gesamte Wohlbefinden achten, statt nur so sinnlosen Sport und Training anzubieten. Eben endlich Fitness für alle Menschen, nicht nur für die, die Sport treiben. So wie es demnächst ja auch Internet geben soll für Leute ohne Computer. Also so eine Art Wikipedia aus dem Toaster. Das heißt, man gibt den Begriff in den Toaster ein und er, der Toaster, brennt den Lexikon-Eintrag dann direkt in die frische Scheibe Toast. Die muss man dann praktisch nur noch essen und zack, schon weiß man alles, was der Toaster weiß. Wahnsinnserfindung. So ein Prototyp davon wird, glaube ich, gerade auf der Funkausstellung vorgestellt. Funktioniert im Prinzip auch tadellos. Einziges Problem, der Toaster weiß praktisch noch gar nichts. Also wenn man das Toastbrot gegessen hat, ist man eigentlich auch nicht schlauer als so eine Scheibe Toast. Was unter uns gesagt nur auch nicht gerade die Welt ist. Aber jeder, der schon mal einen Vormittag lang mit einer Packung Toastbrot sich unterhalten hat, weiß, warum Toastbrot selbst unter Broten, also auch bei anderen Brotsorten, als eher dröge und begriffsstutzig gilt. Aber hallo. Toastbrot hat nun wirklich, also jetzt so intellektuell gesehen, keinen sehr beeindruckenden Ruf. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich die andere Geschichte erzählen, nämlich die, wie der Hausmeister meiner alten Grundschule tatsächlich so viele Mailadressen wie möglich von ehemaligen Schülern ausgegraben hat, um diesen dann zu schreiben, dass er jede Menge Gegenstände aus der alten Grundschule bei eBay versteigern würde. Und da war sie dann. Meine alte Schultafel. Meine alte Grundschulschultafel aus Raum 24, unserem Klassenzimmer. Die Tafel, wo Herr Gülke immer oben links die zu Spätkomma aufgeschrieben hat. Und später auch die, die sonst noch Unfug veranstaltet hatten. Wo man den ganzen Schultag lang seinen Namen lesen konnte. Wohlwissend, dass jeder Name am Ende mit einer Strafe bedacht worden werden würde. Die Tafel, vor der, was weiß ich wie oft, verzweifelt ich ahnungslos stand. Derartig ahnungslos, wie wohl auch eine Scheibe Toast nicht viel hätte blasser und ahnungsloser dort hätte stehen können. Auf dem knarrenden Holzboden vor der Tafel. Der Holzboden, der schon getränkt vom Angstschweiß von Generationen verwirrt, orientierungslos tropfender Grundschultoastscheibenkinder längst mürbe und knorrig geworden war und mit seinem quälenden Knarzen die lähmende Stille des Unwissens zu einer Dolby Surround Stille gemacht hatte. Denn wisse, die stillste Stille wird noch sehr viel stiller und unheimlicher, wenn in ihr ein Boden knarzt. Und dieser Boden knarzte wie ein betrunkener, schnarchender Dachs. Jeder, der das schon mal gehört hat, weiß, nicht schön. Es löste Diskussionen aus, als die Spedition vor der Tür stand und ich der Familie gestehen musste, dass ich einem inneren Drang folgend bei eBay meine alte Grundschulschultafel ersteigert hatte. Für gerade mal 4,72 Euro. Plus, naja, dann allerdings nochmal 63,50 Versandkosten. Die Familie vertrat die Auffassung, wir bräuchten gar keine Grundschultafel in der Wohnung. Es folgte eine hitzige, unerfreuliche Diskussion, die ich hier nicht wiederholen will. Aber im Prinzip war es wie damals, als ich ein Modell der originalen Melkmaschine ersteigerte, auf der ich in meiner Kindheit Kühe melken gelernt hatte. Auch damals gab es schon diese halbgare Leier von im vierten Stock ohne Tiere bräuchte man so eine Melkmaschine gar nicht. Das übliche Zeug. Na, ich meine, wenn man erstmal so argumentiert, braucht man irgendwann gar keine landwirtschaftlichen Nutzgeräte mehr zu kaufen. Aber egal. Niemand wollte meine Tafel. Also musste ich sie in mein kleines Zimmer schaffen. Und da begann es. Nachts hörte man plötzlich grausige, unheimliche Geräusche. Knarzen,
aber auch die schlimme Geräusche nasser Kreide, die quietschend über die Schiefertafel gezogen wird. Ich rannte ins Zimmer, doch da war nichts bei der Tafel, nicht mal Kreide. Aber es kam noch schlimmer. Wenn ich morgens erst nach 8 ins Zimmer kam, stand plötzlich links oben an der Tafel mein Name. Der Name des zu Spätkommers. Kam ich vor 8, war alles gut. Doch wehe, ich war später. Dann stand da der Name und alles an diesem Tag ging schief. Der Bus fuhr mir vor der Nase weg. Geschäfte schlossen genau, wenn ich die Tür erreichte. In der Rathauskantine war mein Wunschessen direkt bevor ich dran war, aus. Immer kam ich zu spät bei allem. Und nachts war das geheimnisvolle Quietschen der nassen Kreide natürlich noch mal lauter. Es stellte sich heraus, dass ein Fluch auf meiner alten Grundschultafel lag. Das jahrelange Anklagen und Leid der Zu-Spät-Kommer hatte sich tief in die Seele der Tafel gefressen. Wir ließen einen Exorzisten für Grundschulgegenstände kommen, aber der sagte, es sei zwecklos. Der Fluch, die Kraft des Zu-Spät-Kommens sei so untrennbar in der Tafel verankert, dass nur ihre völlige Zerstörung dafür sorgen könnte, dass nicht für alle Zeiten alles, mit dem sie in Kontakt käme, viel, viel, viel zu spät dran wäre. Also brachten wir sie schweren Herzen zum Recyclinghof, wo sie dann verschrottet wurde. Ein Teil meiner Kindheit. Einfach verschrottet. Diese Geschichte also hätte ich eigentlich erzählen wollen. Doch als ich